Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zur Vorlesung Zufällige Graphen und Netzwerke. In diesem Video werden wir uns mit zwei Anwendungen von Konzentrationsungleichungen auf das Erdős-Reni-Modell beschäftigen. Und zwar werden wir zum einen nochmal die Gradverteilung analysieren und zeigen, dass nicht nur die erwartete, sondern auch die empirische Gradverteilung gegen eine Poisson-Verteilung konvergiert. Zum anderen werden wir Konzentrationsungleichungen verwenden, um den Clustering-Koeffizienten im Erdős-Reni-Modell zu betrachten. Wir beginnen mit der asymptotischen Gradverteilung, und was wir im letzten Video analysiert haben, war die erwartete Gradverteilung. Also f-DEC war die Gradverteilung bzw. die relativen Häufigkeiten, wie viele Knoten mit Grad haben wir in so einem Graphen mit n Knoten. Bisher haben wir den Erwartungswert davon analysiert, haben festgestellt, der ist binomial verteilt und im Sparse-Regime damit asymptotisch Poisson verteilt. Jetzt wollen wir die empirische Gradverteilung betrachten, also ohne Erwartungswert in einer Realisierung des Erdős-Reni-Modells. Und was wir zeigen wollen, ist, dass für großes n kann diese empirische Gradverteilung gar nicht stark von der erwarteten Gradverteilung abweichen. Und asymptotisch ist der Limes der empirischen Gradverteilung genau die erwartete Gradverteilung. Also so etwas wie ein Gesetz der großen Zahlen, aber in dem Fall steht große Zahlen nicht für viele Wiederholungen von unserem Zufallsexperiment, sondern steht für eine hohe Anzahl von Knoten in unserem Graphen. Gn, unseren Graphen, ziehen wir also aus dem Erdős-Reni-Modell, und zwar im Sparse-Regime, also mit Wahrscheinlichkeit C durch n. Und mn steht für die Anzahl der Kanten in Gn. Und mn ist natürlich selbst eine Zufallsvariable. Die Anzahl der Knoten ist n, aber die Anzahl der Kanten hängt natürlich immer von der Realisierung von unserem Grad ab, von unserem Graphen ab. Und wir werden zunächst mal die Gradverteilung bedingt auf m analysieren und dann werden wir daraus die unbedingte Gradverteilung gewinnen. Dann E1 bis En ist die Liste der Kanten. Entschuldigung, die geht bis Em. M war ja die Anzahl der Kanten. Das ist die Liste der Kanten. Und die Reihenfolge ist dabei völlig gleichgültig. Also wir wählen einfach irgendeine Anordnung aus und mit der arbeiten wir dann. Und jetzt definieren wir einen stochastischen Prozess yj. Der hängt natürlich von k und von n und sogar von m ab. Und das ist der bedingte Erwartungswert der Gradverteilung. Und zwar bedingt auf m, die Anzahl der Kanten, und dann E1 bis EJ. Also gegeben, dass wir wissen, wie viele Kanten wir in unserem Graphen haben und gegeben, dass wir die ersten J-Kanten kennen, was ist unsere erwartete Gradverteilung? Und diesen Prozess haben wir so konstruiert, dass er ein Martingal ist. Ja, so ganz ähnlich wie im Beweis von der MacDiarmid-Ungleichung. So können wir ein Martingal konstruieren. Und wir wissen, der Endwert von diesem Martingal, also ym, ist dann einfach die erwartete Kantengradverteilung bedingt auf m. Und der Startwert ist auch bekannt, denn der Startwert ist die unbedingte Erwartung. Und die kennen wir ja, das war unsere Binomialverteilung. Also das war gleich b kn-1 und entspricht der Binomialverteilung. Und jetzt ist die wesentliche Überlegung, können wir die Zuwächse von diesem Martingal in irgendeiner Art und Weise beschränken? Denn wenn wir die Zuwächse beschränken können, dann können wir die Ungleichung von Azuma anwenden und können eben die Abweichungen vom Mittelwert abschätzen. Und wie sehr kann nun das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von einer Kante
die Gradverteilung ändern. Zeichnen wir mal hier einen kleinen Graphen und zeichnen wir hier mal ein paar Kanten ein. Das machen wir so. Und jetzt betrachten wir eine Kante, die eben vorhanden sein kann oder auch nicht vorhanden sein kann. Und diese Kante ist eben nur mit zwei Knoten verbunden und damit kann sie auch nur den Grad dieser zwei Knoten ändern und sie kann den Grad auch nur um 1 ändern. Also das Vorhandensein einer Kante kann nur die Grade zweier Knoten um 1 ändern. Das heißt, die relative Häufigkeit, also die Gradverteilung, die ist ja nochmal relativ, das heißt durch die Anzahl der Gesamtknoten dividiert, kann sich maximal um 2 durch n ändern. Also eine Kante kann f deck kn maximal um 2 durch n ändern. Und damit haben wir auch schon die Schranke für unsere Inkremente, denn der Unterschied zwischen y k minus 1 und yk ist ja genau, dass wir eine Kante zusätzlich, dass wir auf eine Kante zusätzlich bedingen und damit ist yk minus 1 beschränkt durch 2n. Jetzt haben wir einen Martingal mit beschränkten Zuwächsen und können die Ungleichung von Azuma anwenden und wissen die Wahrscheinlichkeit, dass also die Gradverteilung von ihrem Mittelwert, schreiben wir das gleich mit der Binomialverteilung, dass sie davon um mehr als t abweicht. Das ist allerdings immer noch eine bedingte Wahrscheinlichkeit, die können wir beschränken durch 2 mal e hoch minus t Quadrat n Quadrat durch 8n. Das folgt direkt aus der Azuma-Ungleichung. Und damit haben wir hier schon mal die Abweichungen der Gradverteilung von ihrem Mittelwert bedingt auf m beschränkt. Und jetzt müssen wir im zweiten Schritt aus dieser bedingten Wahrscheinlichkeit noch eine unbedingte Wahrscheinlichkeit machen. Und damit wir ein bisschen weniger Schreibarbeit haben, dieses Ereignis hier, also das die Gradverteilung von der Binomialverteilung um mehr als t abweicht, das nenne ich at. Ja, und hängt natürlich ebenfalls von k und n ab. Wir haben also die Abweichungen der Gradverteilung von ihrem Mittelwert bedingt auf m abgeschätzt und jetzt müssen wir aus der bedingten eine unbedingte Wahrscheinlichkeit machen. Und dazu schauen wir uns erstmal diese Zufallsvariable m an. M war die Anzahl der Kanten in unserem Erdős-Reni-Graph und da wissen wir genau, wie die verteilt ist. Die war binomial verteilt. Mögliche Kanten haben wir n über 2, die werden jeweils mit der Wahrscheinlichkeit c über n ausgewählt und damit ist m binomial verteilt. Insbesondere kennen wir den Erwartungswert. Der Erwartungswert von m ist c mal n minus 1 halbe und das nennen wir μ. Und wir haben für die Binomialverteilung auch schon Schranken hergeleitet, also Konzentrationsungleichungen speziell für die Binomialverteilung. Ich glaube, ich habe Ihnen nur die untere Variante angegeben. Jetzt brauchen wir die obere Variante. Und die sieht so aus, sehr ähnlich. Schranke für die Binomialverteilung. Die Wahrscheinlichkeit, dass m sehr groß ist, also größer als 1 plus t, mal μ nach oben von dem Mittelwert abweicht, die können wir beschränken durch e hoch minus t Quadrat μ durch 1, 2 plus t. Das ist die obere Konzentrationsschranke für die Binomialverteilung. Und jetzt wollen wir ja eine unbedingte Abschätzung für diese Ereignisse at. Und das können wir folgendermaßen abschätzen. Einmal schätzen wir ab,
indem wir schneiden mit dem Ereignis M ist kleiner als 1 plus t mü. Und einmal schätzen wir ab, einfach mit der Wahrscheinlichkeit, dass m größer ist als 1 plus t mal mü. Und die erste Wahrscheinlichkeit können wir abschätzen mit unserer bedingten Abschätzung von der letzten Folie. Bedingt natürlich darauf, dass m jetzt kleiner ist als 1 plus t mü. Und die zweite Wahrscheinlichkeit können wir so abschätzen, wie wir es gerade uns überlegt haben. Und wenn wir jetzt einsetzen in unsere Ungleichungen, bekommen wir hier einen Ausdruck der Form minus t Quadrat n Quadrat durch 8 mal 1 plus t mü. Das war der erste Teil und der zweite Teil ist e hoch minus t Quadrat μ durch 2 plus t. Und jetzt, uns reicht eine grobe Abschätzung, das heißt, wir machen hier einfach eine 3 draus und was uns interessiert, ist das Verhalten in n. Und für das Verhalten in n sehen wir, dass in beiden Exponenten sich der Exponent linear in n verhält. Und als gemeinsamen Faktor können wir hier wählen t Quadrat durch 1 plus t. Und dann kommt jedenfalls eine Funktion, die linear in n wächst. Und damit bekommen wir die Konvergenz gegen 0 für n gegen unendlich. Im ERNC über n Modell, also im Sparse Regime des Erdős-Rényi-Modells, gilt für die Gradverteilung das F-Deck, also die relativen Häufigkeiten, wie viele Knoten von Grad n gibt es in unserem Netzwerk, konvergiert in Wahrscheinlichkeit für n gegen unendlich gegen eine Poisson-Verteilung mit dem Parameter c, mit dem Parameter c. Hier haben wir also die Poisson-Verteilung und hier haben wir die empirische Gradverteilung. Und diese Aussage bestätigt also genau das, was wir im letzten Video in Simulationen gesehen haben, dass für große Erdős-Rényi-Netzwerke, wenn wir also n groß wählen, dann konvergiert hier die Gradverteilung, die wir beobachten, sehr schnell gegen die Poisson-Verteilung, kann also sehr gut durch die Poisson-Verteilung angenähert werden, schon für n gleich 100, 200 und so weiter. Wir haben die Differenz der empirischen Gradverteilung und der erwarteten Gradverteilung jetzt für jedes k, also für jeden Grad einzeln abgeschätzt. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, kann man die Differenz der Verteilungsfunktion auch gleichmäßig abschätzen? Und das ist auch möglich mit einer sehr ähnlichen Technik. Also eine gleichmäßige Schranke. Bedeutet, dass wir hier eben nicht für einzelnes k, sondern sofort das Supremum über alle Grade nehmen und diese Differenz von der empirischen Gradverteilung und der erwarteten Gradverteilung gleichmäßig abschätzen. Und das geht genau mit der gleichen Technik, denn wir können verwenden, dass auch hier die Differenz zwischen zk und zk-1 beschränkt ist durch 2 durch k. Also auch hier bekommen wir ein Martingal mit beschränkten Inkrementen und können dann also wieder Zumal-Ungleichung verwenden. Das Einzige, was hier ein bisschen anders abläuft, ist, dass wir für
um die bedingte Ungleichung in eine unbedingte Ungleichung umzuwandeln, müssen wir ein paar andere Argumente verwenden. Ich gehe das jetzt nicht in aller Einzelheit durch, aber auch hier bekommen wir, dass hier Zn gegen 0 geht für n gegen unendlich. Und damit bekommen wir auch gleichmäßige Konvergenz der Verteilungsfunktionen. Als nächstes wollen wir uns den Clustering-Koeffizient im Erdős-Reni-Modell anschauen und auch für diesen ein asymptotisches Resultat mit Hilfe von Konzentrationsungleichungen herleiten. Zunächst mal zur Erinnerung, was ist der Clustering-Koeffizient? Der Clustering-Koeffizient war eine motivbasierte Maßzahl für Graphen. Und zwar vergleicht man beim Clustering-Koeffizient die Anzahl der Dreiecke in dem Graphen mit der Anzahl von verbundenen Trippeln. Also Dreiecke sind genau das, was Sie hier sehen, wie der Name schon erklärt. Und ein verbundenes Trippel ist einfach drei Knoten, von denen zumindest zwei miteinander verbunden sind. Hier könnte eine Kante verlaufen, muss aber nicht. Und wir vergleichen also die Anzahl der vollständigen Dreiecke, die nennen wir x, mit der Anzahl der verbundenen Trippel. Und dieser Clustering-Koeffizient liegt zwischen 0 und 1 und beschreibt uns sozusagen, wo dieser Graph auf dem Spektrum zwischen Baumgraphen mit Clustering 0 und vollständigen Graphen mit Clustering 1 liegt. Und im Erdős-Reni-Modell, das ist ein Zufallsgraphenmodell, ist natürlich auch die Anzahl der Dreiecke und die Anzahl der verbundenen Trippel sind Zufallsvariablen, die nennen wir x und y. Und außerdem hängt natürlich alle diese Zufallsvariablen hängen auch nochmal von n, also von der Anzahl der Knoten in unserem Graphen ab. Und im Erdős-Reni-Modell, oder genauer gesagt im ERNP-Modell, können wir uns zumindest die Erwartungswerte von diesen Zufallsvariablen x und y recht einfach überlegen. Denn für den Erwartungswert von x zunächst mal aus n oder zwischen n Knoten, wie viele mögliche Dreiecke könnten wir denn dort bilden? N über 3 Dreiecke. Also wie viele Möglichkeiten gibt es, drei Knoten aus n auszuwählen? Eine rein kombinatorische Angelegenheit, das multiplizieren wir in der Definition mit 3. Und jetzt ist eben noch die Frage, von diesen drei möglichen Kanten in jedem Dreieck, wie viele sind denn tatsächlich vorhanden? Das sind jeweils unabhängige Zufallsvariablen voneinander mit Wahrscheinlichkeit p. Das heißt, wir haben hier p hoch 3. Das ist die erwartete Anzahl von Dreiecken. 3 mal n über 3 mal p hoch 3. Und für die verbundenen Trippel gilt genau das Gleiche. Zunächst mal gibt es n über 3 Möglichkeiten, diese Trippel auszuwählen. Jedes davon müssen wir aber 3 mal zählen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass also in diesem Trippel zumindest zwei Kanten vorhanden sind, ist p². Und wenn wir uns jetzt das Verhältnis dieser beiden Erwartungswerte ansehen, so ist das genau p. Wir können also schon eine erste Vermutung über den Clustering-Koeffizient bilden. Und zwar wäre die Vermutung, dass eben auch der erwartete Clustering-Koeffizient genau gleich p ist, also genau dieser Wahrscheinlichkeit, Verbindungswahrscheinlichkeit p entspricht, beziehungsweise eben mit Hilfe einer Konzentrationsungleichung können wir vielleicht auch direkt die Konvergenz cn gegen p zeigen. Für n gegen unendlich. Was ist der Haken bei dieser Überlegung? Folgender, dass natürlich der Erwartungswert von c, also der Erwartungswert von x durch y, ist nicht einfach der Erwartungswert oder nicht automatisch der Erwartungswert von x durch Erwartungswert von y. Ja, also so dürfen wir natürlich nicht schließen. Hier ist nicht gleich dem Erwartungswert von x durch den Erwartungswert von y. Deswegen müssen wir hier schon ein bisschen aufwendiger argumentieren, und zwar wieder mit Hilfe von einer Konzentrationsungleichung.
Jetzt wollen wir die Ungleichung von McDiarmid verwenden, um die Anzahl der Dreiecke in unserem Erdős-Reni-Graphen besser abzuschätzen. Und dafür müssen wir uns erstmal überlegen, wenn wir eine einzelne Kante in unserem Graphen verändern, wie stark kann die Anzahl der Dreiecke sich dann verändern? Und dazu machen wir eine einfache Überlegung. Wenn wir also hier einen bestimmten Graphen haben, der könnte beispielsweise so aussehen. Und jetzt haben wir hier eine Kante, wir betrachten eine Kante und überlegen, wie sehr kann sich die Anzahl der Dreiecke verändern, je nachdem, ob diese Kante vorhanden ist oder nicht. Diese Kante verbindet zwei feste Knoten und die Anzahl der Dreiecke, in der diese Kante vorhanden sein kann, ist also genau n-2, denn es gibt n-2 weitere Knoten und demnach n-2 Dreiecke, in der diese Kante vorkommt. Und damit folgern wir, dass die Änderung einer Kante kann höchstens eine Änderung der Anzahl der Dreiecke bewirken. Um n-2. Also die Änderung in der Anzahl der Dreiecke können wir durch n-2 abschätzen und uns reicht hier auch die gröbere Abschätzung n. Und jetzt können wir die Ungleichung von McDiarmid anwenden, denn die Gesamtzahl der Dreiecke ist ja eben eine Funktion, die von jeder einzelnen Kante abhängt und jetzt wissen wir, wenn wir nur ein Argument in dieser Funktion verändern, eine einzige Kante, dann kann sich der Funktionswert um höchstens n bzw. die Zufallsvariable x ist die dreifache Anzahl der Dreiecke, also um 3n ändern. Wir verwenden also McDiarmid mit cn Quadrat. Cn ist die Schranke für die Änderung der Funktion. 3n Quadrat. Und dn Quadrat ist dann die Summe über alle ci. Und wir summieren hier über alle möglichen Kanten in unserem Graphen und das sind n über 2. N über 2 mögliche Kanten in unserem Graph mal 3n². Und damit können wir jetzt abschätzen, die Wahrscheinlichkeit, dass x war die dreifache Anzahl der Dreiecke, von dem Erwartungswert x abweicht. Und hier wählen wir als Schranke n hoch 5 halbe. Das können wir abschätzen mit e hoch minus n hoch 5 halbe zum Quadrat, also n hoch 5 durch 2 mal dn Quadrat. Und das ist nichts anderes als e hoch minus n hoch 5 durch 2 n über 2 3n zum Quadrat. Und insgesamt haben wir in diesem Exponenten eine Funktion, die sich verhält wie n und wir können das ganz grob abschätzen durch e hoch minus n Neuntel. Und ich sehe schon, ich habe hier einen Faktor 2 vergessen, denn das ist ja eine beidseitige Abschätzung. Das heißt, so sieht die Abschätzung aus. Und analog können wir das für y machen, also für die Anzahl der verbundenen Trippel in unserem Graphen und die gleiche Überlegung, wie stark kann sich die Anzahl der verbundenen Trippel ändern, wenn wir eine einzelne Kante überlegen. Damit erhalten wir cn² ist in dem Fall nur 2n zum Quadrat, aber wir wieder nehmen wir einfach eine gröbere Abschätzung, nämlich dieselbe wie vorher, 3n². Damit ist dn² auch genauso groß wie vorhin und wir erhalten also für y genau die gleiche Abschätzung. Ja, es gibt hier sicher bessere Abschätzungen, aber uns reicht so eine grobe Abschätzung. Und jetzt kommen wir zu unserem Clustering-Koeffizienten. Ja, also durch unsere Abschätzung wissen wir jetzt mit Wahrscheinlichkeit größer als 1 minus 4 e hoch minus n Neuntel gilt Folgendes.
Wir können jetzt eine untere Schranke, also was wir abschätzen wollen, ist das Verhältnis x durch y. Und für das können wir jetzt eine untere Schranke bilden. Nämlich als untere Schranke haben wir Erwartungswert von x minus n hoch 5 halbe dividiert durch Erwartungswert von y plus n hoch 5 halbe. Und die obere Schranke ist Erwartungswert von x plus n hoch 5 halbe dividiert durch Erwartungswert von y plus n 5 halbe. Und jetzt wissen wir, in unserer oberen Schranke für n gegen unendlich geht diese Schranke gegen p, aber auch die untere Schranke geht gegen p für n gegen unendlich. Und damit haben wir jetzt wirklich gezeigt, dass x durch y, also der Clustering-Koeffizient, gegen p gehen muss. Ich fasse das also nochmal zusammen. Der Clustering-Koeffizient cn, also die Abhängigkeit von n, schreibe ich jetzt nochmal explizit dazu, und das war das Verhältnis von xn durch yn geht gegen p für n gegen unendlich im Erdős-Reni NP-Modell. Clustering-Koeffizient entspricht also genau der Verbindungswahrscheinlichkeit p, und insbesondere bedeutet das im Sparse-Regime, also wenn wir p so skalieren wie c durch n, dann erhalten wir asymptotisch einen Clustering-Koeffizienten von 0 in unserem Modell. Auch dieses Video wollen wir mit einem numerischen Experiment in R beenden. Und wir haben ja bereits im letzten Video die empirische Gradverteilung im Erdős-Reni-Modell betrachtet. Deswegen werden wir uns nun den Clustering-Koeffizienten genauer anschauen. Wir machen das folgendermaßen. Wir simulieren wieder Erdős-Reni-Graphen mit unterschiedlichen Parametern p und n. Also p lasse ich hier laufen von 2%, 5% bis 10%. Und n, die Größe des Graphen, wähle ich als 50, 100, 500 und 1000 Knoten. Und hier habe ich eine Funktion geschrieben, ercluster, die berechnet, die simuliert zuerst mal den Erdős-Reni-Graphen, und dann wird mit der Funktion transitivity, die steht für den Clustering-Koeffizient, wird also der Clustering-Koeffizient berechnet. Das machen wir dann mit outer für jede Kombination von Graphengröße und p, speichern das in der Matrix Results ab, und dann plotten wir diese Matrix als Funktion von der Größe des Graphen n. Das lasse ich jetzt mal durchlaufen. Das geht ganz schön schnell, das Simulieren ist schon fertig, und hier ist auch schon der zugehörige Plot. Und die grauen Linien sind die Parameter p, und da sehen wir, wie zwar die Cluster, der Clustering-Koeffizient sich für kleine Graphen vielleicht noch unterscheidet, aber dann sehr schnell für größere n, also für größere Größen, konvergiert das, so wie wir es theoretisch hergeleitet haben, sehen wir hier auch numerisch, konvergiert der Clustering-Koeffizient gegen den Parameter p.